um uns konkret damit zu beschäftigen, wie also Pandemien schnell bekämpft werden können, werden wir auch eine Übung machen, eine sehr realistische Übung, wo es darum geht, dass aus einem Leopardenbiss eine Pockenpandemie sich entwickeln könnte. Und wir werden in 4 Stufen dann versuchen, als Minister diese entstehende Pockenpandemie zu beherrschen, die vom Leopardenbiss ausgeht. Das Szenario wird sehr realistisch sein. Es wird die Besonderheit haben, dass besonders jüngere Leute betroffen sind, also nicht wie bei der Covid-Pandemie, wo junge Leute auch keineswegs verschont werden, sondern bei der Pockenpandemie, die wir hier simulieren, wird es eine Pandemie sein, die gerade jüngere Leute sehr hart trifft. Und wir werden an diesem Szenario dann abarbeiten, was in kurzer Zeit zu tun ist, wie wir da vorankommen. Ja, diese Einmeldung hat uns soeben erreicht. In Deutschland ist der erste Fall von Affenpocken bestätigt worden. Wie das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr heute in München mitteilte, wurde das Virus bei einem Patienten zweifelsfrei nachgewiesen. Der Patient zeige die charakteristischen Hautveränderungen. It'll take probably about a billion a year for a pandemic task force at the WHO level, which is doing the surveillance and actually doing what I call germ games, where you practice. You say, okay, what if a bioterrorist brought smallpox to 10 airports? You know, how would the world respond to that? A bioterrorist brought smallpox to 10 airports.